Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin, ich glaube, ich muss etwas Wasser in den Wein gießen, aber das wird Sie nicht überraschen. Im Vorwort des Haushaltes steht geschrieben, Deutschland wäre ein familienfreundliches Land. Und ich sage Ihnen, nein, das stimmt nicht. Deutschland ist kein familienfreundliches Land. Und mit dieser Aussage stehe ich auch nicht allein da, sondern die Mehrheit der Bevölkerung teilt diese Meinung. In der letzten Studie der Stiftung für Zukunftsfragen beantworten nur 15% der Befragten die Aussage mit Ja, Deutschland wäre kinderfreundlich. Und damit rangiert Deutschland im europäischen Vergleich auf dem allerletzten Platz. Und das hat die Presse auch genüsslich ausgeschlachtet, weil zum Vergleich Dänemark die Spitzenreiter sind. In Dänemark stimmten 90% der Befragten der Aussage zu, Dänemark wäre ein kinderfreundliches Land. Was in der Presse nicht reflektiert wurde, und das ist das eigentlich Interessante, ist, dass es eine gleiche Umfrage 2 Jahre zuvor gab. Und damals waren in Deutschland immer noch ein katastrophaler Wert, aber immerhin 21%, also 6% mehr der Auffassung, Deutschland wäre kinderfreundlich. Und somit haben wir einen rückläufigen Trend. Und eigentlich sollte das doch in der Politik umgedreht werden. Zumindest war das der politische Wille. Und so wurde 2007 zum Beispiel, damals auch von einer großen Koalition, per Gesetz das Elterngeld eingeführt, das Erziehungsgeld abgeschafft. Auch in diesem Haushalt stehen wieder über 5 Milliarden Euro dafür zur Verfügung. Aber Ziel dieses Gesetzes war explizit, die Geburtenrate anzuheben. Und dieser Effekt ist eben nicht eingetreten. Es gibt heute genauso viele Geburten in Deutschland wie im Jahr 2007, Herr Kollege Reiner. Ich weiß nicht, wo Sie Ihre Statistiken hernehmen, aber ich kann diesen Trend aus der Statistik nicht lesen. Und kinderfreundlicher ist das Land in den Augen der Bevölkerung auch nicht geworden. Genauso verhält es sich mit dem Kita-Ausbau. Der Kita-Ausbau ist eine Notwendigkeit. Aber er reicht eben bei Weitem nicht aus, die selbstgesteckten Ziele zu erreichen. Notwendig ist genauso eine gute Betreuung in den Kitas und es ist notwendig, dass die Kitas Öffnungszeiten haben, die mit den Arbeitszeiten der Eltern übereinstimmen. Die Qualität ist eben genauso wichtig. Statt an diesen Dingen, an den realen Problemen zu arbeiten, müssen Sie aber jetzt eben das Betreuungsgeld, die Herdprämie für die CSU mit über 500 Millionen Euro pro Jahr einführen. Dagegen läuft auch noch eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht vom SPD-geführten Hamburger Senat eingereicht. Und im Bundestag gibt es eine breite von Linke, Grüne, SPD, wahrscheinlich auch Teile der CDU, Mehrheit gegen diese Familienförderung aus dem letzten Jahrhundert. Vorletzten Jahrhundert. Ich bin der Meinung, es wäre an der Zeit, die Frage zu stellen, was in Deutschland trotz der Sozialleistungen, die zur Verfügung gestellt werden, schiefläuft. Warum sich an der Einstellung zu Kindern nicht viel geändert hat. Ich bin davon überzeugt, dass sich auch im Alltag in den ganz kleinen und banalen Dingen etwas ändern muss. Und ich glaube, alle, die Kinder haben, wissen, von was ich jetzt spreche. Also wer zum Beispiel mal mit dem Kinderwagen in die ICE eingestiegen ist, der weiß, was ich meine. Es ist schon sehr sportlich, in den Zug hineinzukommen. Aber wenn man den Wagen einmal drin hat, ist man an der Stelle geparkt, weil man mit dem Kinderwagen nicht mehr weiterkommt, weil durch die Gänge nicht durchpasst. Und diese Beispiele könnte ich beliebig lang fortsetzen. Aber wie gesagt, Sie kennen das alle. In Deutschland wird meines Erachtens Gesellschaft viel zu wenig aus dem Blickwinkel von Kindern und Familien oder von Schwangeren betrachtet. Sondern wenn über Kinder gesprochen wird, ist immer die Rede von Problemen, dass Kinder zu viel kosten, dass die persönliche Freiheit eingeschränkt ist, dass die Karriere damit behindert wird oder dass Kinder zu laut sind. Und solche Einstellungen können sich auch ganz schnell zu echten Mauern auftürmen, wie zum Beispiel in Berlin, wo ein Investor tatsächlich eine 5 Meter hohe Mauer errichten ließ, um den Lärm vom angrenzenden Kinder- und Jugendzentrum fernzuhalten von seinen neu errichteten Eigentumswillen. Und das Beispiel nenne ich hier, weil das für mich ein Paradebeispiel ist, wie Kinderunfreundlichkeit sich im Alltag manifestiert. Frau Ministerin, ich vermisse in Ihrem Haushalt die innovativen Elemente. Sie schreiben eben tatsächlich nur den alten Haushalt von Christine Schröder fort. Und Sie haben aber selbst formuliert, dass Sie eine moderne Familienpolitik und eine gute Kinderpolitik machen wollen. Dazu benötigen wir in Deutschland aber zuallererst ein kinderfreundliches Klima. Und die 500 Millionen Euro, welche jetzt für das Betreuungsgeld ausgegeben werden müssen, wären meines Erachtens besser geeignet, um positive Anreize für Kinderfreundlichkeit zu schaffen. Man könnte das Geld aber auch dafür benutzen, um Kinderarmut zu bekämpfen. Das ist hier schon mehrfach angesprochen worden, Frau Kollegin Gottschalk.
Aber das Wort kommt ja leider im Koalitionsvertrag nicht vor. Und die Kinderarmut existiert aber nun real. 2,5 Millionen Menschen in Kinder in Deutschland sind von Kinderarmut bedroht oder leben in Kinderarmut. Wir Linken haben dazu einen Antrag vorgebracht, einen ganz konkreten. Er kostet 500 Millionen Euro, das wären die 500 Millionen, nämlich den Unterhaltsvorschuss auszuweiten. Die Grenzen von 72 Monaten Bezug und die Altersgrenze von 12 Jahren aufzuheben, das wäre ein ganz konkreter Vorschlag, um in Deutschland Kinderarmut zu bekämpfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere von der Koalition, Frau Ministerin, dieser Haushalt ist zukunftsunfähig. Er tut nichts gegen die Kinderunfreundlichkeit in Deutschland, auch nichts gegen die Kinderarmut. Und aus diesen Gründen können wir diesem Etat in der Form nicht zustimmen. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun die Kollegin Nadine Schön das Wort.